Morgen Leute und herzlich willkommen in Ilias Welt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Video, wonach viele schon gefragt haben, und zwar What I Eat in a Day, also was ich den ganzen Tag über esse. Und deswegen nehme ich euch heute mal mit. Ich zeige euch, was ich in der Schule esse und noch ein bisschen so zu Hause, damit ihr so einen kleinen Überblick bekommt. Also jetzt geht's erstmal zum Frühstück. Viel Spaß beim Zusehen. Frühstück zu Hause ist immer ein Smoothie, das habe ich euch eh schon öfter erzählt und deswegen zeige ich euch heute ein kleines Smoothie-Rezept, das ich mache für mich und meine Geschwister, weil ich bin heute ein bisschen früher dran. Also als erstes brauchen wir mal einfach, nehmt einfach das Obst, was ihr wollt, und zwar hier schneide ich erstmal die Bananen, die werden dann eh nachher zermatscht, aber hier erstmal in Stückchen und tue die dann hier gleich hinein. So. Und das machen wir mit der zweiten Banane auch gleich. Bananen sind mal die Basis und jetzt nehme ich noch Heidelbeeren oder Blaubeeren und Weintrauben. Als nächstes gebe ich die Orange dazu. Das schneide ich sie einmal in der Hälfte durch und dann presse ich sie. So, als nächstes kommen die Zitronen rein. Und da presse ich aber nur eine rein, weil sonst wird es ein bisschen zu sauer. Aber ich finde, das gibt auch nochmal einen richtig guten Geschmack obendrauf. Und das gibt auch so eine schöne Farbe mit den Blaubeeren, die da drinnen sind. Und darauf freue ich mich schon am meisten. Und ich bin nicht so ein großer Fan von Bananen, aber ich finde, im Smoothie schmecken sie richtig, richtig lecker. Deswegen gebe ich sie immer mit hinein. Die Zitronen sind aus dem Grund wichtig, weil dadurch kriegen die Heidelbeeren erst diese wunderschöne pinke Farbe. Und das will ich natürlich in meinem Smoothie. Deswegen kommen da auch die Zitronen rein. So. Und jetzt einfach nur noch drauf. Boah, das riecht schon richtig lecker. Muss ich aufpassen, dass das nicht da rein tut. Super. Und jetzt gebe ich noch geschrotete, Leinsamen hinein. Die sind total gesund. Ich esse zu Brot zum Beispiel auch urgerne Leinsamenöl. Das schmeckt einfach richtig lecker. Da gebe ich einfach ein bisschen sowas drüber. So. Und jetzt noch das Allerwichtigste. Und zwar Kokosreismilch. Die kann man auch einfach so trinken in einem Glas, aber man braucht natürlich noch ein bisschen was Flüssigeres für den Smoothie. Man kann es, glaube ich, auch mit Wasser auffüllen, aber mit Kokosreismilch schmeckt es einfach nochmal viel, viel besser. Und ich mache das kurz auf. Ah, das riecht einfach schon so lecker. Ah, da gebe ich circa die Hälfte von dem Tetra-Pack rein. So, perfekt. Und jetzt nehme ich noch ein kleines Stempel. Prost! Das ist einfach ein Geschmack, den kann man nicht beschreiben. Das ist so gut, man schmeckt so ein bisschen den Reis raus und dann das Kokos. Herrlich! Und noch ein kleiner Trick von meiner Mama, und zwar, wenn eine Tetra-Pack-Flasche noch zu voll ist am Anfang und man nicht will, dass alles in alle Richtungen spritzt, nimmt man es nicht so herum, sondern man dreht sie um und füllt es so hinein, weil dadurch kommt es viel vorsichtiger raus. Aber jetzt ist sie eh schon fast leer, deswegen können wir es richtig herum machen. Hört ihr, was der Mixer für eine Musik macht? Und jetzt ziehe ich mich schnell um, damit, wenn ich fertig bin, dass das Smoothie auch schon fertig ist. Um Zeit zu sparen, habe ich mir jetzt nur noch schon eine Hose angezogen. Deswegen lasse ich in der Früh gleich den Pulli an. Das ist ganz praktisch, dann bin ich nämlich schneller fertig. Und ihr wisst, Eiswürfel sind für mich ein Must-Have in der Früh. Deswegen nehme ich mir immer mein Glas zuerst und gebe noch schnell Eiswürfel rein und dann das in den Smoothie. So. Meins natürlich zuerst. Okay, das ist ein bisschen gemein, aber... So, jetzt noch die Strohhalme. Da haben wir natürlich Glasstrohhalme, um die Umwelt auch zu schützen.
Und fertig ist das perfekte Frühstück. Kinder, Smoothie! So, und jetzt verbringe ich noch die letzten 5 Minuten, die ich übrig habe, hier im Garten. Genieße die schöne Morgensonne mit meinem Smoothie. Er ist heute nicht so pink geworden, wie ich dachte, aber schmecken tut er ja trotzdem. Ich liebe die Eiswürfel in der Früh. Das ist einfach so schön kalt. Manchmal übernachte ich auch bei einer Freundin, wie zum Beispiel bei der Kathi. Da machen wir uns in der Früh vor der Schule dann oft gemeinsam ein Frühstück. Was ich aber auch dort brauche, ist eh klar, oder? Also ich habe hier schon meine Eiswürfelformen bei der Kathi. Das ist das Erste, was ich natürlich hier esse in der Früh. Immer ein Eiswürfelwasser normalerweise, aber Kathis Eiswürfel sind so klein, dass ich die so essen kann. Ich hatte früher nur eine von denen. Mittlerweile haben wir hier für die Ilia. Ja, und ich habe Urangst gehabt, dass ich gestern alle Eiswürfel aufgegessen habe, dass es gar nicht mehr gibt. Also habe ich schnell wieder aufgefüllt. Okay, was machen wir jetzt, Kathi? Das zeigen wir kurz. Feine Spiegeleier. Da tanzt Kathi gleich vor Freude. Bisschen Salz und Pfeffer. Kathi macht schon Frischkäse, meine auch gleich. Jetzt haben wir schon ein bisschen gestresst. Kathi nicht ein bisschen zu lange schlafen heute. Mhm. Aber komm, das schaffen wir schon. Lecker Frischkäse. NCX. Eck Nummer 1 und Eck Nummer 3. Lecker. So, Essen haben wir jetzt und jetzt essen wir. So, guten Appetit, ne? Gute Eier hast du noch. Nein, brauchen wir nicht. Schaffen wir es doch mal gar nicht. Auch wenn ich vor der Schule oft Stress habe, will ich mir für das Essen so viel Zeit wie möglich nehmen. Ob das gestaged war? Nein. Das ist die Salbierk, oder? Nein, das ist die, die du mir geschenkt hast. Die ist süß. Schaut euch mal an, wie schön das ist. Es ist schon so schön herbstlich. Die Blätter fallen hinter den Bäumen. Das sieht so cool aus. Ein paar Minuten später sind wir schon in der Schule. Wow. Jetzt geht die Stunde los. Ah. Und ich habe einen Kaugummi. Kurze Trinkpause. Während des Unterrichts darf bei uns eigentlich nicht gegessen werden. Ein paar kleine Snacks gibt es trotzdem. Wenn ich dann in meinem Gesangsunterricht bin, kriege ich schon langsam Hunger. Meine Schulfreundinnen und ich tauschen ein paar Snacks. Hat so ein Balenciaga Juicy. Taste test? Not mine. Not mine. Sagt man das eigentlich so? Not mine. Ja, man sagt so. Not mine. Und ich habe hier solche Crunchy Granola Bites. Die hatte ich gestern schon und ich habe sie noch nicht aufgegessen und deswegen esse ich sie jetzt. Ich habe nicht so viel Hunger. Mittagszeit. Endlich gibt's das zu futtern. Oh, es riecht schon so gut nach Essen hier. Boah. Leider gibt es heute Fleisch und ich muss mich mit den Beilagen begnügen. Heute gibt es Essen, das ich nicht so feiere. Und es gibt nur solche Kartoffeldinger, die ich esse. Und Salat gibt es auch nicht wirklich einen, den ich so gerne mag. Aber dazu gibt es immer Wasser und ich hole mir noch eine Nachspeise. Weil als Nachspeise gibt es heute Kaiserschmarrn und Palatschinken. Das heißt, da hole ich mir wahrscheinlich was. Und es ist so laut hier drin, weil alle Klassen gerade essen. Aber ja. Ich bin mir schon da.
Kathi ist leid übertrieben. Manchmal gibt es aber auch Überraschungen. Ja, Leute, es gibt Guacamole. Guacamole besties. Time for the guacamole. Time for the guacamole. Woo! Guacamole! Zur Nachspeise gibt es bei uns oft auch Obst. Ich habe mich umentschieden und nehme doch ein paar Orangen. Klar, von die Orangen. Die sind extra schon so in Scheiben geschnitten, dass du einfach nur so reinbeißen kannst. So geil. Nach der Schule habe ich oft Hunger und ziehe dann nochmal alleine los, um mir was zu essen zu checken. Allerliebstes ist in so einem Fall dann eine Bowl mit allem Möglichen drinnen. So, ich habe mir jetzt hier eine Huhn Bowl geholt und zwar, das ist eine vegetarische und zwar ist das ohne Protein. Protein ist halt Fleisch, das ist zum Beispiel Lachs, Huhn und so Zeug. Und ich habe mir halt eben zweimal Avocado genommen, weil ich kein Protein hatte. Und da habe ich mir, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich sage immer zum Mitnehmen, damit ich den Deckel kriege, dass ich sie noch schütteln kann. Weil ich schüttel die immer, damit sich alles noch besser vermischt. Und hier habe ich Sesam, Mayo, Mango und Granatapfel und unten halt eben den Sushi-Reis mit Teriyaki. Und Mayo drüben. Also Mayo bin ich eigentlich auch nicht so ein Fan davon. Ich habe früher immer das geskippt, das mit den Soßen. Und ich habe einmal das da mit Mayo gegessen. Das gibt nochmal so ein cremigeres Gefühl und beim Reis und so. Und deswegen finde ich, das schmeckt das irgendwie noch besser. Und jetzt geht's ans Schütteln. Ich habe noch vergessen, ich habe auch noch Edamame drinnen. Das hat auch viel Protein noch drin. Das heißt, wenn man trainiert, kann man ganz viel Edamame essen, wenn man keine Lust hat auf die ganzen Protein-Shakes oder so. Aber ja, genau. So, dann klopfe ich noch oben drauf, dass alles runterfliegt. Und dann sieht das Ganze so aus. Sehr interessant. Aber genau, und jetzt kann man das einfach essen. Und es schmeckt wirklich lecker. Ich liebe es auch noch, wenn so ein bisschen mehr Reis dabei ist. Manchmal geben sie mehr Reis dazu, manchmal weniger. Ich finde, der Reis ist das Beste. Ich gehe leider sehr, sehr oft Hono essen. Ich muss mich eher ein bisschen eingrenzen, aber ich liebe es einfach viel zu sehr, weil Hono kannst du immer und überall essen. Aber mir ist lieber, ich gebe da lieber einmal mehr Geld für Hono aus, als dann so irgendwie so Pommes oder so, halt McDonald's oder so. Weil das ist dann halt dann, glaube ich, schon gesünder. Aber es schmeckt auch so gut. Und das ist so cool, weil das ist so viele Geschmäcker gleichzeitig. Weil du hast so das Salzige eigentlich mit der Teriyaki und mit dem Mayo und so. Aber dann kaufst du halt auf eine Mango oder auf eine Granatapfel und das ist dann wieder süß. Versteht ihr? Das ist krass. Und weil ich hierher so oft gehe, habe ich schon so eine Stempelkarte von Hono. Und dann muss ich so 9-mal eine kaufen und dann kriege ich die 10. gratis. Eh crazy. Und ich habe meine 9. heute gegessen, das heißt, das nächste Mal, wenn ich gehe, habe ich eine gratis Bowl. Freue ich mich schon. Da geht man da ja fast noch lieber hin. Wenn man weiß, man muss nichts zahlen. Und das, was nicht aufgegessen wird, wird mit nach Hause genommen. Und heute am Abend gehe ich ja noch ins Kino, das heißt, ich habe dann auch gleich noch ein Abendessen. Aber das ist nicht immer so. Wenn ich früher zu Hause bin, mache ich mir noch etwas Gesundes zum Essen. So, und wenn ich am Abend nach Hause komme, dann habe ich meist noch einen kleinen Hunger und deswegen brauche ich etwas, was schnell geht und einfach ist. Und da hat die Arwen ein super Rezept rausgesucht,
Und das probiere ich heute auch mal aus, weil das sieht echt, echt lecker aus. Und ich bin ja ein Riesenfan von Sushi. Und das ist eben ein Sushi quasi ohne Reis, versteht ihr? Das ist, dafür braucht man nur eine Gurke, da habe ich schon ausprobiert. Eine Avocado, Sesam und Philadelphia, das steht hier alles. Und da brauchen wir zuerst einmal jetzt die Gurke. Und die schneiden wir eben entlang der Gurke eine lange Scheibe ab mit einem Schäler. So, als nächstes legen wir die Gurken hier entlang schon auf. Und zwar so überlappend und nah beieinander, der Länge nach, dass da wirklich kein Platz bleibt. Und das hier aus Bambus, was man sieht, das ist zum Sushi einrollen eben. Und das brauchen wir eben, damit wir das dann zusammenrollen können, dass es wird wie ein Maki eben. So, perfekt. Als nächstes brauchen wir den Frischkäse. Da habe ich hier diesen hier und das verwenden wir jetzt einfach mit einem Messer und verteilen es mal über die ganzen Gurken drüber. Also da darf man halt dann nicht die Geduld verlieren, weil es ist halt ein bisschen glitschig, weil die Gurken halt sehr viel Wasser haben und deswegen rutscht das ein bisschen ab wie am Eis. Aber das dauert ein bisschen, ist ein bisschen wie Stress abbauen. Aber es geht dann eh. So, perfekt. Als nächstes brauchen wir den schwarzen und den weißen Sesam. Das enthält viel Eisen, das heißt, das ist dann eh auch ganz gut. Ich habe eh ein bisschen einen Eisenmangel, deswegen ist das eh gut. Und das streuen wir jetzt einfach hier drüber, wie als wäre es Salz oder Zucker oder keine Ahnung was. Fühlt man sich gleich wie ein Meisterkoch. Obwohl man so Kleinigkeiten macht. Ich finde, das hat was, wenn man so... Perfekt. Okay, weiter geht's mit der Avocado. Ich hau da einfach immer so rein. Dann drehe ich. So. Und dann kommt der Kern schon von alleine raus. Und zieht man das einfach nur noch raus und dann hat man es schon. Und jetzt schneide ich den einfach in so Würfelchen, die Avocado. Und dann checkt, ob ihr alles gut durchgeschnitten ist. So. So, und das gebe ich noch drüber, dass die Avocado nicht braun wird, weil ich finde, das schmeckt ganz gut. So ein bisschen was Saures dazu und tut der Avocado gut. Und dann brauchen wir nur einen Löffel noch und dann holen wir das Ganze einfach so raus. So. Aber es geht nicht ganz, man muss es dann eh so verteilen noch. So. Es darf halt nicht zu aufgestapelt sein, weil dann kriegt man es nicht mehr so leicht zum Rollen. Salz gehört natürlich auch noch drüber, für den Extra-Kick. Jetzt müssen wir mit der Haushaltsrolle und dem Bambus das so einrollen und gleichzeitig ein bisschen wegziehen, dass es halt eben nicht kleben bleibt drinnen. So, ich versuche das jetzt mal. Da braucht man wirklich ein ruhiges Händchen beim Messer, weil man darf halt nicht runterdrücken, sondern man muss wirklich schneiden und das geht so hin und her. Und man darf es auch nicht zu dünn machen, weil sonst zerfällt das natürlich wieder. Deswegen braucht man es ein bisschen dicker und die zwei Enden kann man halt eben immer weggeben und dann gleich essen. Die werden nämlich nie besonders schön. Thank you.
So, sieht doch lecker aus, oder? Und so schnell ist es fertig, das esse ich jetzt mit ein bisschen Sojasauce. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen Überblick, was ich so den ganzen Tag esse. Schreibt mir gerne, was ihr so esst an einem Schultag. Küsschen und bis bald.